was sind wir für eine Witzfigur im Ausland geworden, dank Baerbock? Das nimmt doch niemand mehr ernst. Haben Sie mitverfolgt, wie unser Kanzler nach China fliegt? Da irgendwie mit einer abgewetzten Jeans und dann da mit dieser abgerockten Ledertasche. Was ist das peinlich? Eine Baerbock, das geht ja noch viel weiter. In Länder, die Hunderttausende von Kilometern entfernt sind, fliegt sie. Das Jahr hat 560 Tage. Sie will Putin zu einer 360-Grad-Wende bewegen und bezeichnet Südafrika als Bacon of Hope, als Schinken der Hoffnung. Es wäre ja lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Ich könnte Ihnen wirklich jetzt hier versprechen, ich könnte diese Rede von einer Sekunde auf die andere in eine absolute Kabarettrede umwandeln, weil ich habe so viele Anekdoten von diesen Leuten auf Lagern. Aber ich lasse es, das ist heute Abend nicht das Thema. Das könnte natürlich Thema sein, wenn ich später als Rentnerin einer postpolitischen Kabarettkarriere nacheifere. Dann hoffe ich, dass Sie auch zu meinen Veranstaltungen kommen, wenn ich da... Pressefreiheit. Nein, ich halte nicht die Rede, die ich gerade... Nein, ich werde nicht... Herr Frohnmeier hatte das ja schon angedeutet. Also es sind so viele Versprecher, die Frau Dicker noch nicht mal gerade aus dem Satz sprechen. Also es ist schon ziemlich peinlich, was wir da haben. Oder Claudia Roth, die irgendwie mit ihren Kunstprojekten Antisemitismus unterstützt von Künstlern, von der Documenta angefangen, da über irgendwelche, also es ist unfassbar, was hier gefördert wird.